Und ich denke, es gibt noch einen ganz, ganz fetten Applaus und ein brutal geiles Handballspiel geleitet von diesen beiden Herren hier. Zu meiner Rechten, Michel Abt, der Trainer gestern auf der linken Seite, und Alex Schor. Michel, wie geht's dir? Was macht die Emotion, was macht die danach vielleicht jetzt schon ein klein bisschen einsetzende Analyse? Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte deine Worte aufgreifen. Ich glaube, für die Zuschauer war das ein brutal geiles Handballspiel. Und für mich natürlich nicht so. Wir spielen eine überragende erste Halbzeit, werfen 20 Tore, haben uns, glaube ich, sehr gut auf die 6-0 von Convestheim vorbereitet im defensiven Innenblock. Wir sind zu vielen leichten Toren aus dem Rückraum ohne Kontakt gekommen. In der zweiten Halbzeit haben uns dann so ein bisschen die einfachen Tore gefehlt, die wir in der ersten Halbzeit noch gehabt haben. Und nichtsdestotrotz ist es dann so, wir bleiben cool, wir werfen 6 Tore Vorsprung weg und schaffen es dann am Ende, wenn es dann auf Unentschieden rangeht, immer wieder eins vorzulegen. Haben noch 15 Sekunden und den Ball plus Auszeit. Und dann ärgerst du dich natürlich, wenn du das noch hergibst. Das sind Fehler, die passieren. Wir werden daraus lernen, vielleicht dann nächstes Mal mit 7-6 einen 7. Feldspieler agieren, um einfach eine Überzahl zu haben auf dem Feld. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das in Zukunft lösen. Aber ansonsten glaube ich, war es für die Zuschauer ein schönes Handballspiel. Es war mit Sicherheit ein sehr schönes Handballspiel. Da keine Frage. Und daraus lernen ist ja natürlich immer so ein Prozess, den man zwar gerne macht, aber meistens liegt da vorher dann immer eine Erfahrung, die dann vielleicht nicht immer 100% im Sinne des eigenen Denkens und Handelns ist. Alex, wie geht's dir so nach dem Spiel? Relativ ruhigen Abend gehabt, oder? Ja, wer mich kennt, weiß, das ist gar kein Problem. Bin ja eine ganz entspannte Type. Von daher einmal tief durchgepustet und weiter ging's. Nein, ihr habt es ja miterlebt, das war natürlich eine Berg- und Talfahrt heute, oder erstmal eine Talfahrt und dann eine Bergfahrt. Wir haben heute gegen den Gegner gespielt, die individuell wahrscheinlich die stärksten Einzelspieler auf jeder Position haben. Ja, also ihr habt es ja selber auch gesehen, mit was für einer Dynamik, mit was für einer Präzision die Aktionen erfolgen. Das ist sensationell und es spiegelt natürlich auch die gute Jugendarbeit wieder, die Rhein-Neckar-Löwen machen. Und da dagegen anzuspielen, ist nicht einfach. Der Michel hat schon gesagt, wir hatten in der ersten Halbzeit ziemlich Probleme im Innenblock, weil wir natürlich auf den Philipp Ahanso im linken Rückraum ein bisschen mehr Augenmerk gelegt haben, weil er ein Ausnahmespieler ist. Das hat nicht so funktioniert. Mit 20 Toren können wir nicht zufrieden sein in der ersten Halbzeit. Zumal einfach zu viele über den Gegenstoß erfolgt sind. Und das lag an uns selber. Diese Dinge wie Passfehler, Fangfehler und sowas sind uns einfach zu viel passiert. Das ist gegen einen Gegner wie die Rhein-Neckar-Löwen nicht machbar. Wenn man das macht, verliert man ein Spiel. Und so sah es dann in der Halbzeit auch aus. Aber was dann passiert ist, das macht die Mannschaft halt auch aus. Und da kann man nur den Hut ziehen, was das für Comeback-Qualitäten sind, da nochmal zurückzukommen, nicht aufzugeben. Das war in der zweiten Halbzeit irgendwann 6 Tore. Wir haben dann versucht, ein bisschen umzustellen, haben insgesamt noch offensiver verteidigt. Da ist immer ein bisschen Risiko auch dabei. Aber heute ist es gut gegangen, wir konnten uns immer weiter ansaugen. Ja, und wenn man natürlich mit dem letzten Wurf dann den Ausgleich macht, dann ist es sicherlich ein glücklicher und ein gewonnener Punkt, über den wir uns aber nichtsdestotrotz sehr freuen. Comeback-Qualitäten sind ja ein Thema, was wir nicht nur heute ansprechen können und über was wir nicht nur heute gesprochen haben, sondern was wir in der Vergangenheit auch schon öfter mal als Thema hatten. Was bringt man so einer Mannschaft dann letztendlich zum Schluss noch mit? Was waren denn die Themen der letzten beiden Auszeiten? Lass uns noch mal ein klein bisschen reinstufen. Das eine war in der 54. und die andere Auszeit war kurz vor Schluss. Was hast du da deinen Jungs mit auf der Reise gegeben? Ja, also meine letzte Auszeit war ja dann quasi schon in der letzten Minute. Da haben wir einfach, das ist dann eine relativ nüchterne Geschichte, da haben wir einfach noch besprochen, was wir jetzt spielen wollen. Haben das eigentlich soweit auch umgesetzt. Der Felix Katzmeier, der heute meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ist dann in den Wurf gescheitert. Und damit war das Ding eigentlich schon fast durch, weil dann die Rhein-Neckar-Löwen bei 16 Sekunden oder bei sowas in Ballbesitz kommen. Michel nimmt natürlich zu Recht die Auszeit. Und dann hat man nochmal eine Auszeit. In der Auszeit gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer ordnet euch zu und holt den Ball und haut ihn vorne rein. Das ist leichter gesagt als getan. In den meisten Fällen geht es schief. Heute ist es gut gegangen. Der Hennes hat den sensationell geholt. Und noch ein bisschen stärker war dann eben der Abschluss von Peter Jungwirth,
der heute ein gutes Spiel gemacht hat und der vor allem dieses 7-Meter-Duell auch schon mal hatte. Der hat es auch schon mal verloren, das 7-Meter-Duell. Deswegen war das sicherlich auch nervlich heute eine ganz große Herausforderung. Aber das macht unseren Peter dann halt auch aus, dass er da den Mut hat hinzugehen. Und das Ding hat er heute reingemacht und hat uns damit mit einem Punkt belohnt. Und zwar wirklich sehr, sehr nervenstark hat er den reingemacht. Euer nächstes Spiel ist auch kein leichtes. Zu Hause gegen Fürstenfeldbruck. Eine Mannschaft, die hatten wir vor 2 Wochen hier. Haben uns auch gehörig Kopfschmerzen bereitet. Du hast vorhin gesprochen von dem Lernprozess und sonst was, aber ihr seid schon auf einem verdammt, ihr seid auf einem verdammt guten Weg und auch verdammt zuversichtlich hoffentlich fürs nächste Spiel, oder? Ja, das ist natürlich, wir werden uns wieder als Mannschaft vorbereiten. Mir reicht es auch immer nicht, uns auf unsere individuelle Klasse zu reduzieren. Ich glaube, wir spielen auch einen sehr cleveren Handball. Das müssen wir nächste Woche noch mehr machen gegen eine sehr aggressive, offensive Fürstenfeldbruck-Mannschaft. Und nur dann haben wir eine Chance, wenn wir als Team auftreten. Und natürlich, dann hoffe ich, dass wir zu Hause ungeschlagen sind. Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Für nächste Woche schon mal viel Glück. Wir müssen nach Erlangen fahren, das heißt lange Busreise und ein Gegner, der die ist unberechenbar oder schlagbar. Was machen wir damit? Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie unberechenbar oder wie berechenbar der Gegner ist. Schlagbar, glaube ich, ist fast jeder Gegner hier in der Liga. Dazu müssen wir aber unser Potenzial auch abrufen. Daran werden wir wieder ganz konsequent arbeiten. Jetzt in dieser Woche werden wir uns dann auch mit Erlangen auseinandersetzen und fahren am Sonntag hin, natürlich, um was zu holen. Wir werden natürlich alles in die Waagschale werfen. Dann wünschen wir beiden Mannschaften für nächste Woche viel Glück. Kommen wir noch ganz kurz zum Spiel zurück. Dein Spieler des Tages heute steht neben dir. Janis Schneider. So. Die Begründung darfst du dir selber geben. Du hast ein richtig geiles Spiel gemacht, von mir von draußen begutachtet, das Ganze. Aber man hat dann bei so einem Spielausgang dann eigentlich das Gefühl, als ob man das Spiel fast verloren hätte, obwohl man richtig geil auf der Platte gestanden ist, oder? Ja, also erstmal von mir schönen guten Abend und vielen Dank für die Anerkennung. Ja, man hat ein scheiß Gefühl, aber im Endeffekt bringt mir meine Leistung auch nichts, wenn wir am Ende hier nur mit einem Punkt rausgehen. Und ich sehe das ganz klar als Fazit, als verlorenen Punkt. Beide Trainer haben es angesprochen, Franz-Lag. Wir waren einmal mit 6, einmal mit 5 Toren vorne. Und dann darfst du das hinten raus nicht mehr aus der Hand geben. Das ist schade, aber wir machen es nächste Woche besser. Dann geben wir euch trotz des verlorenen Punktes, so vielleicht weil es schade ist, noch was auf die Reise. Den kann man auch mit dem Drehverschluss ganz einfach im Bus aufmachen von unserem Weinpartner, den Waldgärtner Genossenschaft Fellbach. Und dazu gibt es die beste Brezel der Welt und auch eine der größten vom Bäcker Dannemann. Setz dich am besten ganz hinten in die Reihe, wo niemand zu dir kommt, dann kannst du es in Ruhe genießen. Und wer ist unser Spieler des Tages? Wer ist unser Spieler des Tages? Der Mann, der uns den Punkt beschert hat, der Mann, der die Nerven dann auch gehalten hat, Peter Jungwirth. Ich habe dich schon gesucht die ganze Zeit. Ich habe ihn gesehen. Peter, letzte Sekunde, beziehungsweise letzte 10 Sekunden war es noch auf der Uhr und dann 7 Meter, was geht dann da durch den Kopf? Ganz arg viel, aber irgendwie auch nichts wirklich Produktives. Natürlich habe ich an das Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen gedacht, wo ich den 7 Meter verworfen habe. Der Herr Unser hat mich auch nochmal freundlicherweise daran erinnert. Gehört dazu, aber umso glücklicher bin ich, dass ich diesmal den Ball dann in die Netz gehauen. Du hast eiskalt. Du kannst diesem Einladungen mit deinen kalten Händen noch etwas fühlen, der aus dem Lager kommt. Und die bekannte Dannemann Brezel. Herzlichen Dank. Vielen Dank. An beide Spieler, an beide auch an die laute Unterstützung war super heute. Und vielen Dank natürlich an beide Mannschaften. Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie in der Halle waren. Und Peter hat gerade eben nochmal gesagt, dass Sie Stimmung verbreitet haben. Und nicht vergessen, nächsten Samstag am 12.10. beginnt die Sticker-Aktion. Das heißt, beim Rewe am Salamanderplatz bekommen Sie Sticker. Und hier gibt es jetzt noch Bier, Wein und andere Leckereien. Bleiben Sie ein bisschen da. Vielen Dank für den schönen Abend und dann noch ein bisschen darunter. Bis später. Und wir haben natürlich eine Aktion. Haben wir noch?